Das Wort Fasten sollte dich nicht erschrecken, denn es muss nicht unbedingt Hunger, Opfer oder Verzicht bedeuten. Intermittierendes Fasten bedeutet, die Mahlzeiten auf andere Art zu organisieren, damit das Verdauungssystem Zeit zur Erholung hat und verschiedene Funktionen des Organismus verbessert werden können. Damit kann beispielsweise die Schlafqualität verbessert und eine Gewichtsreduktion vereinfacht werden. Wir erklären dir heute mehr über intermittierendes Fasten, damit auch du damit einfacher abnehmen und deine Gesundheit fördern kannst. Es handelt sich weder um eine Diät, noch musst du Hunger leiden oder Kalorien zählen. Es geht vielmehr um einen veränderten Rhythmus, um sich auf intelligente und gesunde Weise zu ernähren. Du kannst so einfacher ein gesundes Gewicht erreichen, ohne dich mit ungesunden Diäten plagen zu müssen. Intervallfasten bedeutet, dass Essensphasen und Fastenphasen abwechseln, wobei jedoch die Fastenphasen länger sein sollten. Das Frühstück wird zum Beispiel später eingenommen, das Abendessen früher, wobei du selbst festlegen kannst, wann du die längere Fastenperiode einbauen möchtest. Denn dies hängt von deinem Lebensstil, deiner Arbeit und deinen familiären Verpflichtungen ab. Wichtig ist allerdings, mindestens 12 Stunden lang zu fasten. Ideal wäre sogar, die Fastenzeit bis zu 18 Stunden auszuweiten. Das lange Fasten muss nicht jeden Tag sein. Doch es empfiehlt sich, sich ein paar Mal in der Woche daran zu halten. Wir empfehlen auch diesen Beitrag, 5 Nahrungsmittel, auf die du verzichten solltest, wenn du Gewicht verlieren willst, kleiner als 7.120.678, besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich box unterstrich mittel unterstrich ab bindestrich größer als Google Tag CMD Push Function Google Tag Define Slot 7.120.678 besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich box unterstrich mittel unterstrich ab 336 280 300 250 DIVGPTAD 15033917431112-0 Settergeting, Red, Volz, Settergeting, Section 6, Settergeting, URL Intermittierendes Fasten zum Abnehmen und für eine gute Gesundheit Settergeting, Topic, Weight, Settergeting, Mafil Type, Get MRFP Zetklepsemptidiv Tru, Tru, Ad Service Google Tag, Pubats Google Tag, Enabled Services Google Tag, Display DIVGPTAD 15033917431112-0, kleiner als 7.120.678, besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich einmal 1 bindestrich größer als Google Tag. CMD, Push, Function, Google Tag. Define Slot 7.120.678 besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich 1 mal 1. 1. 1. DIVGPTAD 15130946906767-0. Settergeting, Red, Volz. Settergeting, Section. 6. Settergeting, URL. Intermittierendes Fasten zum Abnehmen und für eine gute Gesundheit. Settergeting, Topic, Weight. Settergeting, Mafil Type, Get MRFP. Zetklepsemptidiv Tru, Tru, Ad Service Google Tag, Pubats Google Tag, Pubats. Klepsemptidivs Google Tag, Enabled Services Google Tag.
Display DIVGPTAD15130946907067-0. Anfänger: Manche Ernährungsberater empfehlen, das Frühstück oder das Abendessen einfach auszulassen. Dies ist dann möglich, wenn man dadurch keinen großen Hunger leidet oder gar nervös wird. Anfänger können sich beispielsweise an folgende Esszeiten halten: Frühstück um 9 Uhr morgens, Mittagessen um 14 Uhr, Abendessen um 9 Uhr abends. Du bist überrascht, da du diese Zeiten bereits ungefähr einhältst. Besonders wichtig ist, nicht allzu spät abends zu essen und vor allem danach nicht mehr zu snacken. Mit diesen Esszeiten kannst du bereits 12 Stunden fasten. Experten: Wenn du dich bereits an das 12-stündige Fasten gewöhnt hast, CMD, Push, Function, Google Tech, Define Slot 7.120.678, besser unterstrich sizes unterstrich desktop unterstrich generic unterstrich box unterstrich middle unterstrich down. 300, 250, 336, 280. DIVGPTAD15033917906470-0. Settergeting, Red, Volz. Settergeting, Section, 6. Settergeting, URL. Intermittierendes Fasten zum Abnehmen und für eine gute Gesundheit. Settergeting, Topic, Weight. Settergeting, Mafil Type, Get MRFP. Set Collapsemptidiv True, True, Ad Service Google Tag, Pubats Google Tag, Enabled Services Google Tag, Display DIVGPTAD15033917906470-0. Du kannst so 16 Stunden lang fasten. Vielleicht hast du morgens weniger Hunger, wenn das nächtliche Fasten länger dauert. Wenn du 18 Stunden lang fasten möchtest, kannst du Frühstück und Abendessen oder Mittagessen und Abendessen kombinieren. Wie funktioniert intermittierendes Fasten? Manche Ernährungsberater empfehlen, das Frühstück oder das Abendessen einfach auszulassen. Dies ist dann möglich, wenn man dadurch keinen großen Hunger leidet oder gar nervös wird. Anfänger können sich beispielsweise an folgende Esszeiten halten. Du bist überrascht, da du diese Zeiten bereits ungefähr einhältst. Besonders wichtig ist, nicht allzu spät abends zu essen und vor allem danach nicht mehr zu snacken. Mit diesen Esszeiten kannst du bereits 12 Stunden fasten. Wenn du dich bereits an das 12-stündige Fasten gewöhnt hast, kannst du einen Schritt weiter gehen. Du kannst so 16 Stunden lang fasten. Vielleicht hast du morgens weniger Hunger, wenn das nächtliche Fasten länger dauert. Wenn du 18 Stunden lang fasten möchtest, kannst du Frühstück und Abendessen oder Mittagessen und Abendessen kombinieren. Der Schlüssel liegt darin, gleichzeitig die Umstellung zu nutzen, um die Ernährung gesünder zu gestalten und die richtigen Vitalstoffe einzubauen. Auch sättigende Lebensmittel sind sehr wichtig. Auf Lebensmittel, die keine Nährstoffe enthalten, solltest du verzichten. Noch ein interessanter Artikel: Übung für bessere Haltung und weniger Gewicht. Wir empfehlen auch diesen Beitrag. 4 entgiftende Getränke zum Abnehmen. Auch folgende Tipps sind sehr hilfreich. Das Körpergefühl ist leichter, Schwellungen können reduziert werden. Die Vorteile dieser Fastenart werden dich motivieren, damit weiterzumachen, ohne große Anstrengungen unternehmen zu müssen.